mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mann, mach Hölle! Ich will Abend in die Tonne mit spielen! Dann suchen Sie den! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir, Fegelein! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Verrat! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Sie lassen keiner Camping einzeln! Sie ist ohne Ehre! Wir müssen jetzt handeln! Dort! Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Los, los, frisch das, frisch meine Geschmeiße! Scheiße! Sollten Sie Berlin verlassen? Ich will sofort zum Bericht! Du Hurensohn, ich werde dich umbringen! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Los, los! Schweizer Scheiße! Du Hurensohn, ich werde dich umbringen! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Was geht los? Los, los, friss das, friss deine Geschweizer Scheiße! Ja, vielleicht schon da! Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will sofort zum Bericht! Ja, vielleicht schon da! Letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache... Ich hätte gut daran getan! Kapitulieren niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rote... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Bringen Sie mir Fegelein! Schritt! Wir müssen jetzt handeln! Dort! Die Logik war schon aus. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen. Aber mein Führer, die 12. Armee... Sie ist ohne Ehre! Die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ich habe mich klar